Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es das Lego Marvel Spider-Man Magazin und zwar die Ausgabe Nummer 7. Kostet 4,99 €. Dafür eine richtig coole Minifigur mit dabei. Eine limitierte Sammelkarte. Jetzt nehme ich euch mal ganz kurz noch mit in den Supermarkt. Da gibt es wirklich ein paar interessante Dinge noch, ein paar interessante Magazine zu entdecken und leider auch ein paar unschöne Sachen, die man da zu Gesicht bekommen hat. So, ihr habt es gesehen, gab wirklich ein paar sehr schöne Magazine mit dabei, vor allem hier das Golddrachen-Magazin. Ganz ehrlich, für 5,99 € finde ich das absolut genialen Preis für drei Minifiguren mit dabei. Also da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. War sogar, glaube ich, ein Ninjago-Sammelbooster noch mit dabei. Dazu habe ich auch schon ein paar Mocs bzw. Custom-Minifiguren gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Es gibt auch nochmal ein was Spannendes zu den neuen Minifiguren, nicht das hier, aber ja, da wollte ich euch nur mal ganz kurz meine Wollziege vorstellen. Also es gibt ja Wollschafe, es gibt jetzt auch Wollziegen, kann man ganz einfach kleines Update noch machen. Und ich habe noch eine spannende Entdeckung hier zu diesen Packs gemacht, beziehungsweise ein sehr schönes Video dazu gefunden. Fällt euch hierzu was auf, mal ganz kurz. Also mir fällt ganz ehrlich wenig dazu auf, aber mir fällt tatsächlich etwas dazu auf und anderen fällt vielleicht noch mehr auf. Da gibt es nochmal ein separates Video dazu, was ich genau damit meine. Dann schauen wir uns hier dieses Magazin an, eine wirklich richtig coole Minifigur und natürlich gibt es dazu auch eine kleine Bauanleitung schon hier auf der zweiten Seite mit dabei, werden wir uns gleich noch dann anschauen, dann die Minifigur aufbauen. Finde ich eine richtig coole Minifigur für den Preis von 4,99 €, lasse ich mir das absolut gefallen, also denke ich mal eine Top-Minifigur, da kann man wirklich nicht meckern. Paar Spiele dazu, hier den Albtraumkönig habe ich euch auch schon in einem Magazin vorgestellt, auch wieder eine richtig coole, teure Minifigur in einem ja relativ günstigen Magazin, also so günstig wie Magazin kommt ihr an die Figur leider nicht dran, gibt es im Moment noch im Handel, also ja, da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Jetzt gibt es hier den Comic-Teil mit dazu, für alle Lego Marvel Fans. Ja, auch wieder eigentlich eine coole Minifigur. Vielleicht gibt es hier im nächsten Magazin. Schauen wir mal rein. Poster, Vorder-, Rückseite. Finde ich jetzt diesmal nicht ganz so gut, aber trotzdem eigentlich wirklich gelungen. Hier gibt es nochmal die neuesten Minecraft-Magazine mit dabei. Spiele wieder für Kinder. Und dann geht es weiter mit dem Comic-Teil dazu. Und dann kommen wir auch bald zur nächsten Ausgabe. Das kam hier nochmal ein paar kleine Spiele, Gewinnspiele. Und die nächste Ausgabe, ja, da gibt es wieder eine Minifigur, einen Spider-Man, was auch immer. Finde ich jetzt nicht ganz so cool am 15. März für alle, die die Minifigur haben möchten. Also ich werde sie mir wahrscheinlich nicht holen, obwohl es hier jetzt nochmal ein schönes Zusatzteil mit dabei gibt. Ja, vielleicht 4,99 € ist mir das normalerweise etwas zu teuer. Ich fand den alten Preis natürlich von 3,99 € sympathischer, aber natürlich für diese Minifigur, die finde ich richtig cool. Und jetzt werden wir uns hier diese Minifigur zusammen anschauen. Dann hier noch limitierte Sammelkarte, das sage ich jetzt wirklich nicht mehr viel dazu. Da gibt es schon ein separates Video, werde ich euch vielleicht nochmal hier in der Videobeschreibung verlinken zu Lego Ninjago Karten, warum das sie mir nicht gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall bei diesen Karten zumindest mal von außen schauen, ob die Karten zentriert sind, ob die Ecken in Ordnung sind und so weiter. Also ja, sonst kann man natürlich über die Qualität von den Karten nicht so wirklich viel sagen. Mir persönlich gefällt es nicht. Warum und wieso gibt es separates Video dazu, werde ich jetzt hier nicht nochmal speziell drauf eingehen.
So, dann haben wir hier die Minifigur einmal aufgebaut. Meckern auf hohem Niveau. Sie hat wirklich keine Beinbedrückung, keine seitliche Armbedrückung. Dafür noch ein wendiges Sicht mit dabei. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz. Alles in allem eine wirklich ziemlich perfekte Figur, wie ich finde. Ich bin wirklich kein Marvel-Fan, kein Spider-Man-Fan. Ich habe den Film nur einmal geschaut, aber fühle mich da in den Film hineinversetzt. Also ich kann mir hier diese Figur gut aus dem Film vorstellen. Und ja, ich denke mal, wirklich eine perfekte Minifigur für den Preis von 4,99 €. Absolut in Ordnung. Eine limitierte Sammelkarte noch dabei, ein schönes Magazin mit Comic dabei. Also da kann man wirklich nicht meckern. Wenn so immer die Magazine wären mit diesen coolen Minifiguren, dann wäre auch der Preis von 4,99 € gerechtfertigt. Meistens sind leider nicht so gute Minifiguren mit dabei. Deswegen kaufe ich auch nur noch die Minifiguren, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich euch jetzt hier dieses Magazin sehr gerne vorgestellt. Dann würde ich sagen, so viel dazu, so viel zum heutigen Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!